Mal schön B-Fake, nicht wahr? Einfach mal die Blumen umgeschossen, also eine. Ist wichtig. Direkt mal abonnieren gleich. Und da haben wir easy Abonnenten dazu gewonnen, tsching. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren ultimativ krassen Runde. Der Headshot, du Salat. Es gibt eine ganz wichtige Ankündigung direkt hier zu Anfang. Heute gibt es keinen Stream. Dieser Stream ist verschoben. Und zwar auf morgen, Freitag. Ich bin heute über den gesamten Tag nicht daheim. Also dann morgen. Also jetzt ist noch Mittwoch. Ist der Jungle? Wow, 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 wow. Nicht mit mir. Ist das der? Oder ist das? Nein, 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 nein! Just wait. No. Inhuman! Oh! Es fing natürlich schon mal perfekt an, ne? So kann es gerne immer laufen. Ich bin heute nicht da, deswegen gibt es keinen Stream. Der wird auf morgen verschoben. Ich denke mal, dass es einigen wahrscheinlich zugutekommt, wenn freitags mal wieder ein Stream ist. Ja, Freitagabend, da hat eigentlich jeder Zeit. Ich habe direkt noch eine mittelmäßig schlechte Nachricht. Und zwar war meine Freundin erkältet und sie hat mich angesteckt. Das ist ja was schon. Broadcast down. Nice. On spot. Oh my gosh. Was ist hier los? Ich habe den Downrank wieder reinbekommen. Liegt das jetzt gerade am Rank, dass es so ultra einfach ist? Das kann doch nicht sein. Das ist nur ein Rank niedriger. Ich habe einfach gerade gute Gegner getroffen. Na? Die sind zugrig im Abgang. Die Erkältung bricht hoffentlich nicht so stark aus wie letztes Mal. Also ich muss sagen, ich bin jetzt zum Glück sehr selten krank. Aber letztes Mal, ich habe zwar trotzdem jeden Tag ein Video gebracht und auch die Livestreams durchgezogen, aber ich habe dafür 5 Wochen gekrebelt noch mit meiner Voice, weil die total im Eimer war. Die war einfach... Oh je, die war einfach nicht mehr vorhanden. Nein, 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 okay, easy. Oh, der Triggerfinger, da ist er wieder. Also ich war nicht stark erkältet, aber es ging so stark auf die Stimme. Ich habe so viel gehustet und ja, es war eine extrem stimmlastige Erkältung. So was hatte ich noch nie. Bei mir ist meistens, dass ich eine verstopfte Nase habe und das halt eine Woche lang und dann ist gut. Oder ich habe ein bisschen Husten, aber da habe ich gehustet wie ein 80-Jähriger mit dieser, ihr wisst schon, mit dieser Ultra-Hust-Anfälligkeitskrankheit-Geschichte. Naja, COPD oder wie das heißt. Okay, die haben jetzt gekauft, das heißt, es wird jetzt, oder es könnte jetzt eklig werden. Ich hau einfach mal eine Easy Peasy Lemon Squeezy Smoke raus. Berlin hat uns die ja so schön gezeigt, die Smoke, bruh, what are you doing? Jawohl, und wie die nice liegt. Oh, hey, oh. Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht so eklig wird, weil das ist natürlich für YouTube und für die Livestreams Cancer. Nur noch 2 gegen 2, what the fuck? Ich habe kurz bei der Nase geputzt und schon haben die Mates irgendwie alles geklatscht. Oh, naja. Mal schön B-Fake, nicht wahr? Einfach mal die Blumen umgeschossen, also eine. Ist wichtig. Okay, warte kurz. Ha! Ha! Aber mal zurück zu den schönen Sachen im Leben. Vielen Dank für eure Hilfe bei dem Computer. Nein, 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 nein. Er gibt mir einfach den Header. Das war einfach nur unglaublich unlucky. Da sagt er aber was. Die Mates wurden auf dem Spot alle gelegt. Der AWP hat mich noch nicht wirklich im Visier gehabt. Ja, er hat mich einfach nur wegsmoken wollen. Und dann kill ich ihn nicht. Ich kill ihn nicht. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch für diese ganzen Ratschläge. Es war natürlich, und das habe ich mir auch schon gedacht, nicht so extrem einfach, weil ja unglaublich viele Leute unterwegs sind, die von sich überzeugt sind, von ihrer Meinung oder auch von ihrem Wissen überzeugt sind. Und das auch natürlich zu Recht, weil sie eben natürlich diverses Wissen angesammelt haben über ihre Zeit. Es war nur schwierig, weil mir schickt jemand eine Config und sagt, das ist die beste Config für das Geld. Alles andere kannst du in den Harz kicken. Jemand anderes schaut die an und sagt, what the fuck, dude? Die kannst fortschmeißen, das ist Scheißdreck. Dann sagt jemand anderes, die ist zur Hälfte gut, ne? Und dann, hier ist meine Config. Die schicke ich jemand anderem, der sagt, was für ein Dödel hat die denn ausgesucht, ne? Und... Es war also alles in allem gar nicht so einfach, daraus was zu machen, weil auf jede Person, die mich angeschrieben hat, so von wegen, hey, lass mal die anderen jetzt alle beiseite, ich bin Hobbybastler, ich mache das schon immer, oder ich arbeite bei Alternate, oder ich arbeite bei MILF Hunter, oder wie, und so weiter und so fort. Hier ist meine Config, ich kann dir sagen, die ist gut. Sobald dann jemand Neues kam, der gesagt hat, hey, komm mal zur Seite, ich kenne mich aus, ich schick dir mal was, und ich ihm dann die Config gezeigt habe, hieß es sofort wieder, die Grafikkarte ist ja scheiße, oder der Arbeitsspeicher, was ist das für ein Gehäuse? Also, es gab da extrem viele Meinungen, trotzdem sind wir natürlich auf ein Ergebnis gekommen, der PC ist bestellt, und kommt in circa einer Woche an, soweit ich weiß. Mit dieser Config konnte ich immerhin fünf verschiedene Leute, die alle d'accord waren, bis aufs Gehäuse, einig machen. Macht das Sinn, dieses Wortkonstrukt? Diese 5 waren sich dann bis auf das Gehäuse einig mit dem Inhalt, dass das sehr, sehr gut ist. Ich weiß, dass es trotzdem welche geben wird, die sagen, ist ja Scheißdreck, aber man kann es nicht allen recht machen. Es hat jemand ziemlich passend geschrieben, wow, wenn du auf alle hörst, kriegst du nie einen PC. Da hat er natürlich recht, man kann es nicht allen recht machen. Und viele Köche scheißen in die Suppe. Okay, wie sieht's aus? Einer gegen 2 läuft. Da kommt jetzt gleich einer. 3, 2, 1. Oh mein Gott, der steht da einfach! Da war. Oh mein Gott, oh mein Gott!
Komm schon, der macht das. Nice. Jawohl! Sobald der PC da ist, werde ich natürlich ein Unboxing machen und euch das Teil verlinken und alle Sachen zeigen. Ich werde dann auch hier meine Beschreibung auffrischen, also alle Teile eben aufs Neue in die Beschreibung einfügen, dass ihr euch die Sachen noch angucken könnt und so weiter und so fort. Ich freue mich schon sehr auf dieses Gerät. Das ist wirklich das erste, bei dem ich so richtig in der Entstehung mit dabei war, wo ich mitentschieden habe, was, wie und warum und vielleicht und bla bla bla. Okay. So, Shot ist bestimmt was. Nicht verzieh mich. Huhu. Ja, es sind ziemlich krasse Komponenten drin, unter anderem eben eine Palette, glaube ich, GTX 1080 Ti, Stream Force G Ultra, irgendwas mit schnell, 32 GB, ziemlich schicke Arbeitsspeicher, die Festplatten, eigentlich alles, was ich auch gebraucht und gewollt habe, ist da drin und noch etwas darüber hinaus. Also wenn ich mir die erste Config so anschaue, diese ja, Final 1.0, die ist mit der finalen Final 10.0. Fuck, ne, alles gut. Die hat damit nicht mehr sehr viel gemeinsam. Es ist wirklich dann doch nochmal ein krasser Unterschied. Am Schluss stand für die Hardware, glaube ich, 2250 oder sowas dann auf dem Zähler. Aber es sind auch echt geile Dinge drin. Also ich freue mich extrem. Es ist, wie ich vorhin angefangen habe zu erzählen, mein erster PC, bei dem ich, oder die erste Konfiguration, bei der ich so richtig mit involviert war und auch ein bisschen mit etwas Wissen auch zusteuern konnte. Nichtsdestotrotz wäre er ohne eure Hilfe natürlich nicht so edel geworden. Ich freue mich extrem, fuck, auf... Nein. Jawohl, die Gegner haben den Bot, sehr schön. Es wird auch der erste PC werden, den ich wirklich klug einrichte. Ich war damals vor 6 Jahren, als ich den anderen hier bekommen habe, doch noch zu jung, um die Sachen langfristig, nachhaltig und so weiter klug zu gestalten. Ich habe das Teil hier noch ziemlich zugemüllt, vor allem am Anfang. Ich habe da kleine Schnitzer und Installationsfehler gemacht und hin und her. Ja, ich freue mich einfach, den neuen komplett clean zu haben und das ganz neu aufzubauen und ihn eben auch so zu konfigurieren und die Daten so zu halten, dass ich auch immer mal wieder ein komplettes Backup machen kann, also dass ich ihn formatieren kann und so weiter. Ja? Hier wäre das ein Graus. Ich habe ja so viele Sachen, die überall versteckt sind und ein kompletter Abgleich geht nicht zu groß und wa, wa, wa und Kartoffelsalat. Nee, 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 nicht mit mir. Allein dieses Systemfestplatte mit 60 GB ist so bescheuert bei dem Ding hier. Wow! Nein, nein, nein! Wow, 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 fuck, fuck, fuck. Wo ist denn der ein? Geht's auf da. Easy. Gott! Okay, fuck. Schade, 68 habe ich ihm gedrückt in dem anderen. Oh mein Gott, ist das einer der anderen? Ne, das war der AWPler, ne? Über den Skill bin ich jetzt doch sehr überrascht. Die haben jetzt ab der 4. Runde hochgedreht. Ist mal close. Ah, scheiße, nein. Ich versuche jetzt auf B zu gehen. Fuck. Das gibt's doch gar nicht. 85! Wie lucky kann man denn bitte schön sein? Hätte ich getappt. Gar kein Problem. Aber ich war... Ja, und vor allem eben diese Power dann unterm Arsch zu haben bei dem PC, wird natürlich der verschissene Hammer. Und ich kann das Stream Deck benutzen. Was ich jetzt ja gerade nicht kann wegen Windows 7. Dann habe ich auch hier endlich mehr wie 2 FPS. Voila! Ne, ich habe jetzt hier schon einige tausend, ne? Logisch. Wow, shit. Lecker, please. I'm gonna play. Na, wer geht auf mich drauf? Was ein Frechdachs. Das ist ein frecher Mann. Da können wir auch endlich Player Unknown Battle Bombs richtig spielen. Blau? What? Hast du ein Knife fast zu? Karambit? So ein Karambit? Feuer-Ding? Oh, wow, wow. Bots oder gekauft? Geschenkt bekommen von meiner Community. Jo, wahrscheinlich. Yay, ohne Partners. Direkt mal abonnieren gleich. Und da haben wir easy Abonnenten dazu gewonnen, tschitsching. Okay, Penis. Oh, er hat mich innerlich echt zerrüttet. Nicht erschreckt, aber zerrüttet. Telt. Also, ich smoke bei 40. 1,40, um genau zu sein. Das ist übrigens der Smoke hier. Und Saftschubse. Ich habe jetzt komplett meine Rede vergessen, weil hier alle voll fasziniert sind vom... Oh, vom Knife-Wall und jetzt, oh, du bist YouTuber und so. Und bist du auch wirklich so hübsch, wie du aussiehst. Und ich sage, ja gut, die Hübschheit des Menschen liegt ja im Auge der Waffe, die er in der Hand hält. Das weiß ja wohl jeder. Gut, die Runde haben wir ganz schön gekloppt. Also, wir sind hier... Irgendwie, wenn wir alle richtig gekauft haben, wohl doch ein bisschen stärker als sie. Scheinbar, ich weiß es nicht. Wir haben die Runde davor verloren. Nun haben wir dann gewonnen. Also das heißt, die Gegner hatten auf jeden Fall einen Full-Buy. Oh, fuck. Das ist down. Hey, still, complete green. Green, what are you doing? Das sind mir die Lieblingsmitspieler, die einfach mal chillig die Bombe hinschmeißen, um den letzten Kill abzustauben, ne? Und dann verliert man noch. Firebox. Ich sehe Spot green. Ja, gut! Hab ich gesagt oder hab ich gesagt, ne? I go away. I always be. To be or not to be. That's the question. Jawohl, Double Nate Purple, Alter, my love, dude. Bam! Wie ist es? Sind nicht 30 Leute gestorben, hä? Das raff ich jetzt nicht. Oh Gott, die machen da langsam Go. Oh, in front of me. Und on B? What?
Den hole ich dir easy weg. Oh. Guck mal, pass auf, jetzt gehen sie rein und versuchen ihn zu holen. Und ich werde mit dir. Oh, keiner stirbt. Sehr gut. Wollte ich so sagen. Wollte ich genauso sagen. Gut, kick los. Stop Steps. Das könnte jetzt mal direkt eine Loose-Runde werden hier, ne? Jawohl. Das kommt nicht. Au! Kommt da. Oh, sie konnten die Bombe nicht legen, das ist immer gut. Sehr sinnvoll, wenn sie die Bombe nicht legen können. Das ist. 12, 12, 12, so muss das sein. Jawohl, guck mal, 12, 12, 12, nice. Ich muss sagen, das sind seit langem die gut gelauntesten, lustigsten, nettesten Deutschen, mit denen ich ja, seit langem eben gespielt habe. Ne? Ich muss echt sagen, die letzten paar Spiele sind eigentlich immer ziemlich kacke gelaufen, wenn Deutsche dabei waren. Also nicht das Spiel an sich, aber das Spiel mit den Deutschen zusammen. Die sind oftmals einfach so ragig, saltig unterwegs, das ist unangenehm. Ich will darüber. Ist eklig, da zu stehen. Wenn man dann auf einmal einen Rücken geschossen bekommt von Tetris, that's not nice. Immer wenn ich diese krassen Bewegungen mache, also von vorne nach hinten schauen oder umgekehrt, überlege ich mir doch jedes Mal, ob ich nicht vielleicht sogar eine höhere DPI nehmen sollte. Oder einen Counter-Strike, einen höheren Multiplikator. Ich habe jetzt hier gerade 800 DPI mal, was habe ich in Counter-Strike? 1,25, glaube ich. Ich habe jahrelang früher extrem High Sense gespielt und jetzt dann jahrelang extrem Low Sense. Und diese Low Sense habe ich auch gewollt eingespielt oder mich eben eingelernt darauf. Es wundert mich, dass ich mich jetzt scheinbar von alleine wieder umlerne auf High. Ich muss meinen Carry-Boy-Status noch weiter verfeinern. Leute, scheiße. Das hab ich jetzt aber auch gefressen, das Schützchen hier. Er hat mich gesehen, was für ein Pisser! Für mich war die Situation ganz klar. Zwei sind schon Richtung fast vor Connector. Der letzte wirft mir da irgendwas hoch und geht dann auch Connector oder schaut Meter hoch, weil da ein Mate stand. Es wird keiner zu mir in Window schauen. Was passiert? Genau das. Ich hätte jetzt einen schönen Triple Kill gemacht. Aber es ging nicht. Bin mir nicht sicher, ob man nach einem Downrank sofort wieder ein Uprank-Match oder ein Uprank haben kann. Es kommt wahrscheinlich auf die Punkte an. Gut, 61 Punkte ist jetzt nicht so extrem viel. Ich habe immerhin schon 4 Sternchen. Es könnte vielleicht nice, was werden. Mal schauen. Je nachdem, wie auch die Ranks der Gegner sind, ganz klar. Der Mate wird auf Long Range gekillt von der Para. Der nächste auch. Alter, was geht hier ab? Hilfe. Palace One. Nice. Just wait, let them come. Okay. Ich hoffe, sie kommen auf A. Penis. Der andere wird doch nicht auf B gehen. Jawohl. Diese Spiele sind einfach immer wieder schön. Ich betone es auch jedes Mal, weil man da sehen kann, dass ich jetzt nicht der schlechteste Keck der Welt bin. Ne? Weil ich ja alle Spiele hochlade, also auch die schlechten. Und davon sind auch auf jeden Fall mehr Spiele dabei. Also ich habe mehr schlechte Spiele wie gute Spiele. Und da sieht es manchmal so aus, als wenn ich gerade so aus Silber rausgekommen wäre. Also von daher, ja. Alles klar. Und da habe ich nochmal Easy Graffiti eingesackt. Verstehst du? Und fast... Erster gewesen. Aber ich habe schon gecarried. Also ich werde die Folge auf jeden Fall Carry Boy Killer nennen. Und dann so ein krasses, freches Bild so... I'm so sick, dude. I'm so fucking sick. Es waren echt coole Jungs, die jetzt hier am Start waren. Falls ihr das seht, hallo. Hey, guys, what are you doing? Und hier nochmal der wichtigste Inhalt des Videos. Ich bin saugut, ne Quatsch. Heute ist kein Livestream. Normalerweise streame ich jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Aber der heutige Tag, der Donnerstag, fällt aus. Und darum ist am Freitag, also morgen dann, ein Stream. Auch ab 19.30 Uhr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Community Man. Community Math. Community Math. So geil.